Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal einen neuen Simulator an. Der nennt sich Denizen. Ich glaube, dass es zumindest so ausgesprochen wird. Aber das Ganze ist hier quasi ein Lebenssimulator. Ist so ein bisschen angelegt an die Sims. Nur, dass wir diesmal aus der First Person agieren. Und Leute, hier gibt es einiges zu entdecken. Wir starten aber jetzt erstmal, ich habe schon mal reingezockt, um natürlich das Ganze auszutesten. Wir können uns hier einmal einen Charakter erstellen, einmal eine Frau oder einen Mann. Ich gebe dem guten Kerl erstmal einen Namen. Und dann können wir hier noch verschiedenste, Typen auswählen. Von bis, ne? Wir können hier einen auswählen, der irgendwie ein bisschen krank und, vielleicht ein bisschen druggy ist oder so. Der hier, der sieht auf jeden Fall relativ alt aus. Ich würde sagen, wir bleiben hier bei dem jungen Kerl. Machen den... Nee, Leute, das sieht ja schon relativ fraulich aus. Ich würde sagen, wir geben dem mal hier so eine freche Frisur. Und machen die helle... Machen die Haare mal... Wir können die auch tatsächlich hier unten richtig pink machen. Aber das machen wir natürlich jetzt erstmal nicht, ne? Ich fände mal... Hier, komm, wir nehmen hier so ein... So ein bisschen dunkleres Braun und dann starten wir mal rein, Leute. Das Ganze beginnt jetzt hier erstmal in der Innenstadt. Das sind wir und das ist unsere Bude. Ja, das ist mein neues Zuhause. Es ist vielleicht nicht der schönste Ort in der Stadt, aber es ist ein guter Anfang. Ich habe gestern ein paar Möbel auf der Ostseeseite ergattert. Ich muss nur noch alles auspacken, damit sich die Wohnung gemütlich anfühlt. Danach sollte ich mein Telefon zücken, um nach einem Job zu suchen. Ich will nicht meine Rechnung... Also er will seine Rechnung nicht bezahlen können. Genau, wir können hier tatsächlich relativ viel agieren. Falls ihr das lesen wollt, Leute, dann pausiert einmal ganz kurz das Video und dann könnt ihr euch das kurz durchlesen. Wir können hier einiges agieren. Wir haben hier eine Mikrowelle, die können wir nutzen. Da können wir unser Essen drin kochen. Da habt ihr auch schon gerade das Inventar gesehen. In unserem Kühlschrank haben wir aktuell ein bisschen Sushi. Dann hier orientalisches Chicken, eine Cherry, ich würde jetzt sagen, es ist eine Cherry Coke und ein Bier tatsächlich. Hier im Schrank können wir auch nachher Sachen lagern. Das ist auch ganz nett. Wir können hier einmal an dem Waschbecken nicht nur die Hände waschen. Nee, Leute, wir können eine Runde trinken. Denn wir müssen tatsächlich darauf achten, und das seht ihr einmal oben links. Ich gehe mal ganz kurz ins Inventar. Wir haben hier einmal unsere Energie, wir haben hier einmal Essen, Trinken, wir müssen duschen und wir müssen tatsächlich auch aufs Klo, Leute. Das ist auf jeden Fall ein Späßchen, sage ich euch. Das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Hier haben wir tatsächlich unser Bad. Dusche, Waschbecken, Toilette. Können wir uns dann gleich anschauen. Denn als allererstes müssen wir erstmal ein bisschen die Bude einrichten. Und dafür nehmen wir erstmal die Stühle. Ich würde sagen, die platzieren wir hier schön an dem Tresen. Ich glaube, da passen die ganz gut hin. So, da können wir nämlich dann auch mal theoretisch Rast machen und können uns da mal ein bisschen ausruhen, ne? Des Weiteren haben wir natürlich auch ein Bett geordert. Das müssen wir uns auch einmal hier hinstellen. Denn das brauchen wir, um dann natürlich auch eine Runde schlafen zu gehen. Ich setze das mal so... Ja, ich würde sagen, so hier hin. Denn wir haben nämlich noch eine schicke Lampe. Die könnte ich jetzt natürlich hier in die Ecke platzieren. Ich könnte sie aber auch hier in die Ecke platzieren, Leute. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Denn die können wir nämlich auch einmal einschalten. Zack, dann haben wir hier direkt schon mal ein bisschen harmonisches Licht, ne? Des Weiteren haben wir hier noch einen Stuhl, beziehungsweise so einen kleinen Sessel. Den könnten wir eigentlich nehmen und könnten den hier mal so hinstellen. Denn dann können wir uns von hier tatsächlich ein bisschen draußen umschauen und vielleicht auch mal ein bisschen die Sonnenstrahlen genießen. Auch wenn sie nur durchs Fenster sind, ne? Aber egal. Denn wir haben nämlich noch ein bisschen Farbe und wir haben noch einen Bodenbelag. Da können wir aber auch draußen im Shop, können wir dort, zack, können wir auch nämlich anderen kaufen. Da unten sind ein paar Geschäfte. Da unten können wir auch dann später unser eigenes Geschäft eröffnen. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall mega nice. Wir können jetzt hier noch die Farbe der Wand. Ja, die ist jetzt erstmal grün, aber
Ja, es sieht auch erstmal gar nicht so verkehrt aus, würde ich sagen. Kann man lassen. Des Weiteren haben wir hier noch so ein paar Rubbellose, Leute. Da gucken wir jetzt einfach mal. Jawohl, oder haben wir schon mal einen Dollar gewonnen? Nix. Nix. Schade. So, aber einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Den nutzen wir gleich noch. Jawohl, 5 Dollar. Und nochmal 1 Dollar, Leute. Sehr gut, da haben wir jetzt 31 Dollar auf dem Konto. Und das ist auch eine coole Sache. Denn wir haben nämlich hier unser Phone. Den können wir mit P öffnen. Und da haben wir hier verschiedene Apps drauf. Wir können die Settings ändern, wir können ins Internet gehen. Wir können tatsächlich auch Slots zocken. Machen wir aber später, Leute. Wir haben natürlich einen Taschenrechner, ist ja mittlerweile relativ klar. Wir haben hier einmal ein paar Gebäude, die können wir aktuell erwerben. Das wird irgendwann wahrscheinlich später freigeschaltet. Und hier haben wir dann den Laden. Den können wir uns später einmal besorgen und können dann da quasi unsere eigenen Produkte verkaufen. Des Weiteren haben wir hier einmal unsere Bank. Wir haben aktuell 31 Dollar, 11 haben wir dabei und 20 haben wir in unseren Savings. Und da sehen wir auch hier aktuell, was wir die letzte Zeit so ein bisschen ausgegeben haben. Wir waren hier tatsächlich im Casino und haben hier 175 Dollar gewonnen. Da haben wir natürlich ein paar Sachen für die Möbel bezahlt. Genau. So ist zumindest der aktuelle Stand. Wir können irgendwann in der Zukunft, können wir hier quasi wie auf Tinder, Leute, können wir hier uns eine Frau ergattern. Auch ziemlich nice. Hier sehen wir unsere Daily Utilities, also unsere Bills, unsere Kosten hier für Wasser und Elektrizität. Die müssen natürlich auch bezahlt werden. Und hier haben wir Jobs, die wir nehmen können. Hier können wir einmal bei einem Pizzabäcker, wir können einmal ein Kurier sein und wir können einmal Staplerfahrer werden. Auch ziemlich nice, aber jetzt müssen wir uns erstmal ganz kurz durch die Messages noch durchschauen. Denn die Jade hat geschrieben, gestern Abend, lol, haha, nachdem ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich eine Weile gebraucht, um mich an die Hälfte der Ereignisse zu erinnern. Du hast am Blackjack-Tisch aufgeräumt, ich glaube, sie meint auch abgeräumt. Irgendwie habe ich es nach Hause in meinem Bett geschafft, wie auch immer. Wie ist deine neue Wohnung? Ich muss dich mal besuchen kommen, wenn die ganzen Straßenbauarbeiten abgeschlossen sind. Ich war schon ewig nicht mehr auf der Westside. Okay, dann haben wir hier einmal den Austin. Ich habe gehört, dass du nach etwas zusätzlicher Arbeit suchst. Kommen Sie bei mir im Cutler vorbei, wenn Sie Zeit haben und ich gebe Ihnen Details. Und Leute, das sind verbotene Jobs. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ist auf jeden Fall richtig nice. Okay, wir sollen uns jetzt erstmal, glaube ich, um einen Job kümmern. Aber vorerst, Leute, wir müssen nochmal aufs Klo. Gehen wir mal nochmal ganz kurz schnell aufs Klöchen. Ja, so sieht das Ganze aus. Der gute Dude macht hier nochmal schnell das Toilettchen. Dann können wir noch am Waschbecken unsere Hände waschen. Immer ganz wichtig, ne? Wir brauchen ja hier auch ein wenig Sauberkeit. Haben wir denn eigentlich? Wir haben hier noch ein Deo-Spray, wir haben noch einen Snack dabei und Kippen. Ja, rauchen tue ich nicht. Die werde ich dann, und das kann man später verkaufen. Hier am Kleiderschrank können wir tatsächlich noch unsere Kleider wechseln, denn je nachdem, wie das Wetter draußen ist, kann man sich mal ein bisschen wärmer und mal ein bisschen freizügiger kleiden. Wir können tatsächlich auch die Boxershort wechseln, die Buchse und natürlich auch die Schuhe. Ich finde die, glaube ich, ganz nice. Und dann ziehen wir mal, na, die Shorts ziehen wir nicht an. Ja, wir bleiben bei der Buchse hier und lassen das Hemd erstmal an. Des Weiteren, ja, Mützchen wäre eigentlich mein Stil, ne? Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir bleiben heute mal ohne Mütze. Der Dude hat eine freche Frisur. Das passt. So, dann können wir hier einmal rausgehen. Und können dann, genau, hier können wir das Telefon benutzen. Und mit P können wir dann einen Job annehmen. Hier können wir einmal die Treppe nehmen. Oder wir nehmen den Aufzug. Und warten jetzt dann einmal, bis der Aufzug am Start ist. Und dann gehen wir hier einmal rein. Drücken das Knöpfchen. Und dann fahren wir hier mal ein paar Stockwerke tiefer. Wunderbar. So, das ist hier. Ja, wir sind nicht so schön, aber ist okay. Hier können wir einmal nach draußen. Und draußen angekommen, Leute, seht ihr schon unseren dicken Schlitten. So ein kleinen Mini-Pickup. Ein Parker Commando. Aber das gute Tutorial will, dass wir jetzt erstmal noch unser Handy öffnen.
dann können wir mal gucken, Leute. Was wollen wir denn für einen Job machen? Wir können Kurier machen, wir können Forklift. Ich würde sagen, wir machen mal den Kurier. Ah, Applications Unavailable. Ja, Forklift Operator geht auch nicht. Das heißt, wir müssen hier einmal, ja, Pizzabäcker werden. Pizzakoch. Würde ich sagen, machen wir. Auf geht es. Jetzt müssen wir noch warten. Jetzt kriegen wir nämlich dann irgendwie relativ zeitnah dann eine Nachricht, dass wir denn, dass wir quasi unsere Schicht auswählen müssen. Auch ziemlich nice. Das heißt, wir können selbst bestimmen, wann wir denn zur Arbeit gehen. Und da vorne ist dann auch schon der Pizzabäcker. Des Weiteren, ja, würde ich sagen, Leute, gehen wir mal hier rüber. Denn hier ist einmal ein Geschäft. Das ist der Megaporn. Und hier können wir verschiedenste Sachen kaufen. Also natürlich, wir können hier Klamotten kaufen. Wir können hier Möbel kaufen. Wir können hier noch anderen Bodenbelag holen. Das werde ich auf jeden Fall in Zukunft auch machen. Denn ich glaube, dieser aktuelle Bodenbelag ist mir doch ein bisschen zu dunkel. Und ein bisschen andere Farbe wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Da können wir uns dann verschiedensten Farben auch selbst anmischen. Auch ziemlich cool. Wir können uns noch einen Fernseher holen, ein Radio und noch eine andere Lampe. Und wir können uns hier ein paar Dietriche besorgen, Leute. Und die werden auf jeden Fall für die Zukunft noch interessant werden. Da hole ich mal uns direkt 4 Stück. Denn die werden wir brauchen, Leute. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. So, wir können tatsächlich nicht in jede Tür rein, wie ihr es hört. Deswegen gehen wir mal hier rüber. Denn das hier ist das Laden, ist der Ladengeschäft, den wir dann später irgendwann uns ordern können. Beziehungsweise könnten wir jetzt schon, aber wir haben noch nicht genug Geld, um weitere Produkte zu holen. Hier können wir medizinische Sachen kaufen. Und hier, Leute, hier ist der Austin. Und der Austin, der wird uns ja jetzt mal einen Auftrag geben, würde ich sagen. Der sagt nämlich, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich habe Arbeit für Sie. Falls Sie interessiert sind, ja, was braucht er dann? Schauen wir mal. Ja, vielleicht, womit brauchst du Hilfe? Woher hast du eigentlich meine Telefonnummer? Wir haben eine Menge Informationen. Hören Sie, ich habe ein paar schmutzige Arbeiten für einen Kunden zu erledigen, falls Sie interessiert sind. Leute, das klingt auf jeden Fall nicht so nett. Klar, machen wir natürlich, ne? Also gut, hören Sie zu. Einer unserer Klienten wurde von einem lokalen Vertriebsfirma übelst abgezockt. Osa Distribution ist das Ziel. Das Ziel? Was soll ich mit denen machen? Keine Gewalt, unser Klient hat einige sensible Daten von dem korrupten Besitzer angefordert. Finde einen Weg in ihr Lagerhaus und komm an den Bürocomputer. Okay, aber ist das nicht illegal? Das Angebot liegt auf dem Tisch. Wenn Sie nicht interessiert sind, keine Probleme. Wenn Sie interessiert sind, können Sie hierher zurückkommen und Ihre Bezahlung abholen, wenn der Job erledigt ist. In Ordnung. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Am besten brechen Sie in den hinteren Ladeneingang ein. Der örtliche Pfandleiher verkauft Schlossspieße für wenig Geld. Also Dietriche. Okay, brecht in den Hintereingang des Lagerhauses ein und ladet die Daten vom Computer des Managers herunter. Ich hab's. So ist es. Gut, kommen Sie wieder, wenn der Job erledigt ist. Alright, Leute. Das ist dann jetzt unser erster Auftrag. Da würde ich sagen, ja. Wo müssen wir denn da hin eigentlich, Leute? Wo müssen wir denn da hin? Ich glaube, da müssen wir erstmal unser Auto nehmen. War das hier drinne? Other? Moment, wir gucken mal. Ich glaube nicht, dass das hier war, Freunde. Auf jeden Fall keiner am Start. Wir gehen mal hier rein. Oh, jetzt müssen wir hier nämlich den Dietrich einmal benutzen. Zack. Zack, zack. Zack. Und yes. Und dann sind wir hier drinne, Leute. Und hier müssen wir jetzt einmal Gabelstapler können wir drin sofort vom Reden verwendet werden. Verwenden Sie nach oben und unten, um den Gabelstapler anzuheben, nach unten, um den Gabelstapler abzusenken. Wir müssen hier hinten rein. Und ihr seht, es ist hier ein bisschen eng, ne? Es ist hier ein bisschen eng. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier mit dem Gabelstapler erstmal eine Runde drehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal die ganzen Teile hier beiseite fahren.
würde sagen, unser Dude, der macht sich auf jeden Fall gar nicht so schlecht, ja. Sieht doch eigentlich relativ nice aus. Und der Gabelstapler, der macht auf jeden Fall Rabatz, Leute. Der macht auf jeden Fall Rabatz. Mal gucken, ob wir den hier so reinkriegen. Jawohl. Ah. Ja, da hängen wir jetzt hier ein bisschen fest. Ist natürlich ein bisschen schwierig hier. Wahrscheinlich lassen wir den, oder können wir den ganz hochfahren? Können den ja bestimmt hier einfach rüberfahren, ne? Ja, guckt doch mal hier hin, hier, Leute. Ich bin hier der geborene Gabelstaplerfahrer. So, den stellen wir da ab. Wunderbar. Komme ich da schon durch? Da hinten? Probier das mal, Leute. Ob wir hier schon vorbeikommen. Ja, guck da mal hier hin hier. Easy going. Zack. Und dann. Ah, hier rein müssen wir. Hier haben wir noch einen Aktenvernichter. Manchmal muss man gucken. Hier gibt es nämlich auch so. Ja, genau. Hier gibt es nämlich teilweise so Schränkchen. Und da kann man dann natürlich die auch noch ein bisschen leer looten, ne? Um wieder ein bisschen Zeug zu bekommen. So, jetzt müssen wir hier so eine Aufgabe machen. Leute, ich kann euch sagen, das ist hier kein Spaß. Das ist hier kein Spaß. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen hier rum. Da hoch, da hoch. Wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Das muss nach da, das muss nach da. So. Nee, so ist falsch. Wir müssen erst nach unten. Das muss hier rüber. Das muss auf jeden Fall da hoch. So, so, so. Access wunderbar. Granted. Bam. Leute, hä? Einsame Spitze. Einsame Spitze. Dann holen wir hier einmal die Daten herunter. Haben wir erledigt, Dateien heruntergeladen. Und dann, Leute, heißt es jetzt nur noch schnell wieder raus hier aus dem Bunker. Und dem Austin die Daten bringen. Und dann unsere Belohnung abholen. So, dann einmal rein hier zum Austin und dann, ja, gute Arbeit. Hier ist deine Bezahlung. Kommen Sie wieder, wenn Sie für einen neuen Job bereit sind. Leute, guckt euch an, wir haben jetzt $271 auf dem Konto. Können jetzt mal in unser Phone gucken, wie es denn da aussieht. Was haben wir dafür bekommen haben? $250. Ziemlich, ziemlich nice, würde ich sagen. Und jetzt haben wir hier schon die erste Message, nämlich die City Piazza. Nee, Pizza natürlich. Wenn Sie einen Job... Wenn ihr es lesen wollt, Leute, kurz pausieren. Ne? Ansonsten müssten wir jetzt einmal... Moment, wir haben doch die... Ich habe doch die Mail schon gelesen. Wie auch immer. Wir gehen hier in Jobs. Pizza. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 17 Uhr. Können wir die noch anfangen? Ich gehe mal ganz kurz gucken, Leute. Ob wir denn hier vielleicht noch starten können. Oder ob es schon zu spät ist und wir erst noch eine Runde schlafen müssen. Ah ja. Wir kommen jetzt natürlich ein bisschen zu spät. Aber Leute, das ist kein Problem. Wir kriegen das schon. Wir kriegen das schon, wir kriegen das schon. Wir müssen jetzt tatsächlich ein paar Pizzen erstellen. Das machen wir jetzt hier einmal fix hier. Wir brauchen einmal das hier. Dann brauchen wir die spezielle Soße. Wir brauchen Mozzarella und die Pepperoni. Moment, habe ich jetzt hier Pepperoni genommen? Sekunde. Da ist die Pepperoni. So, dann nehmen wir die Pizza und schmeißen die hier rein. Können schon mal direkt die nächste nehmen. Wir müssen auf jeden Fall 5 Stück packen. Wir haben noch 2 Minuten. Dadurch, dass wir jetzt natürlich ein bisschen später kamen, ja, ist das natürlich ein bisschen ein Problem. Am Anfang ist das alles noch, ich sag mal, relativ easy. Wir können hier eigentlich immer erstmal die spezielle Soße nehmen. Und dann passt das eigentlich relativ gut. Hier sind die Pilze. Noch den grünen Pfeffer. Und dann können wir die hier reinschmeißen. Können schon mal direkt die nächste nehmen. Nimm die spezielle Soße und das Mozzarella. Und dann können wir die Pizza nehmen hier. Und dann schmeißen wir die direkt wieder hier rein. Dafür kriegen wir ja auch jedes Mal Erfahrungspunkte. Und mit steigender Erfahrung gibt es dann nachher auch natürlich ja, mehr Produkte, mehr Pizzen, die wir herstellen können. Dann wird es natürlich irgendwann immer kniffliger und knifflicher. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Muss ich sagen, macht irgendwie auch so zwischendurch mal echt Fun. Des Weiteren können wir natürlich auch mit dem Auto noch eine Runde rumfahren und ein bisschen die Gegend erkunden. Ist auch gar kein Problem, aber alles zu seiner Zeit. Erstmal brauchen wir natürlich ein bisschen Cash. Cash ist wichtig.
So, und umso mehr Pizzen wir natürlich auch erstellen, umso mehr Geld bekommen wir am Ende des Tages. So, wieder Pizzateig, bisschen Sößchen, bisschen Mozzarella drauf. Und dann können wir die direkt nehmen und schmeißen die natürlich wieder in den Karton rein. Wunderbärchen. So, dann haben wir hier jetzt Pepperoni, Pilz, ne, Zwiebel kommt aber auch rein. Also eher gesagt drauf. Grüner Pfeffer, Speck, Hamburger. Also wahrscheinlich Rindfleisch. So, zack. By the way, Leute, falls ihr das Spiel natürlich gerne selber zocken wollt, gar kein Problem. Die Demo ist aktuell verfügbar. Könnt ihr euch einfach in Steam runterladen. Link findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Habe ich jetzt hier eine Pizza reingemacht? Oh, ich war ein bisschen lost, Leute. Ich war ein bisschen lost, ne? So. Pilze. Grüner Pfeffer. Zack. So, drauf da. Wunderbar. Ja, am Anfang denkt ihr jetzt euch bestimmt so, oh ja, ist ein bisschen langweilig. Aber ey, ich bin mal gespannt. Vor allem, wenn man so seinen eigenen Laden hat, wie das Ganze läuft. Muss ich sagen, das mit dem eigenen Laden habe ich noch nicht so ausprobiert. Von daher, ja, da wird uns auf jeden Fall noch etwas erwarten. Bin ich sehr, sehr gespannt. Bin ich sehr, sehr gespannt, Leute. Aber wisst ihr was, ich mache jetzt hier erstmal noch die Pizzen fertig, damit der Tag hier rum ist, beziehungsweise die Arbeit rum ist. Und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. So Leute, am Ende des Tages waren es dann 10 fertige Pizzen, die ich geschafft habe. Gibt dann natürlich 9 Dollar pro Stunde. Nochmal ein Bonus dazu. Heißt, wir haben im Endeffekt 64,50 Dollar für die, ja, für die paar Stunden Arbeit hier bekommen. Aktuell 335 Dollar und 30 Cent, wenn ich mich nicht gerade verguckt habe. 335 Dollar und 50 Cent. Mega, Leute. Sehr, sehr geil. Ja, Leute, prima. Dann würde ich sagen, laufen wir mal zurück Richtung zu Hause. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal eine Runde ins Bettchen, Freunde. Ja, der Kollege, der muss nämlich auch noch was essen. Und der muss mal langsam duschen und was trinken. Also ab rein, ja. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal die Treppe. Sehr geil. Und dann finden wir hier unsere Wohnung wieder. Da gehen wir dann einmal rein. Wunderbar. Und dann machen wir uns jetzt erstmal noch was Schickes zu essen, würde ich sagen. Wir nehmen mal hier so ein leckeres Chicken. Das schmeißen wir in die Mikrowelle, Leute. Dann wird das hier jetzt einmal... Oh, guck mal, wie schön das jetzt hier fertig wird. Ah, lecker, lecker, lecker. Oh, nice. So, und dann können wir das Ganze natürlich hier einmal essen. Wunderbar, das gibt uns wieder 100%. Dann würde ich sagen, trinken wir noch eine Cherry Coke. Die packen wir uns einmal ins Inventar und trinken die. Die gibt uns dann auch nochmal 20 Durst. Zack. Dann würde ich sagen, gehen wir noch eine Runde auf die Toilette. Auch wichtig. Waschen uns nochmal die Hände. Und dann gehen wir noch eine Runde duschen vorm Schlafen gehen. Und ja, nicht gucken. Nicht gucken, Leute. Ihr Schlingel. So. Tür zu, beziehungsweise eigentlich, Leute. Licht aus. Tür zu. Licht aus. Moment, falsches Licht. Das Licht machen wir aus. Und dann, ja, ich mache mir mal die Lampe an, Leute. Ich darf nicht so gerne im Dunkeln. Machen wir das aus und dann würde ich sagen, Leute, ja, gehe ich eine Runde schlafen und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr gerne mehr sehen wollt, dann lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit ein bisschen Erkundung, mit dem nächsten Auftrag vom Austin und was der da für uns bereithält. Tja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und da könnt ihr auch sehr gespannt drauf sein. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.